Moin YouTube und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Yugi News. Wir steigen direkt ein mit Master Duel. Dort gab es ja wieder ein Update am 5. Dezember. Da haben wir unter anderem den Albion Heiligfeuerdrache als Sleeves und Kizikel Frost. Und dann gibt es auch ein neues Life Twin Icon Frame, ein paar neue Wallpaper. Und dann haben wir auch noch das neue Pack, was jetzt rausgekommen ist, worüber wir schon letzte Woche gesprochen haben, mit den ganzen Karten rund um Cyberstorm Access und Maze of Memories. Und dann natürlich startet jetzt der Duelist Cup, wo man sich halt einen Deluxe Shurek Mate erhalten kann, der irgendwie zum Busse Phallus 2 irgendwie digitieren kann zwischendurch irgendwie. Neues Wallpaper mit Branded Fusion und dann, wie gesagt, passend zum Thema Duelist Cup könnt ihr euch wieder ein abrütteln, wenn ihr Bock habt und keine Freizeit für irgendwie andere Dinge, dann könnt ihr da euch die ganzen Dinge erspielen. Dann haben wir in der TCG-Ankündigung bekommen für Battles of Legend Chapter 1 so ein bisschen, was da an Karten drin sein wird. Jetzt nichts Überraschendes, weil das soll ja alles drin sein, was aus Battles of Legend Light's Revenge, also 2017 bis Battles of Legend Armageddon sein, was 2020 war. Wir hatten halt 4 Sets dazwischen. Und unter anderem wird da halt Nummer 90 dabei sein, der ja, glaube ich, in Heroes Revenge drin war und Chaos Emperor, den wir ja in Battles of Legend Armageddon zum Beispiel hatten. Und das ist halt angekündigt worden, dass vieles, was dort drin geprintet worden ist, halt auch damit unter anderem hier reprintet wird. Ich nehme mal an, das wird sich ein bisschen drauf beziehen, jetzt nicht unbedingt auf Reprints, die jetzt damit drin waren in den Sets, die gut waren, sondern halt wirklich auf die Sets, auf die Karten, die halt wirklich da rausgekommen sind. Würde mich jetzt wundern, wenn jetzt nochmal so ein Sonnenlichtwolf oder so da irgendwie random mit drin wäre, weil der halt schon ganz schön random war, weil ansonsten, ja, Salaman Grey technisch war halt nichts in Battles of Legend Armageddon, oder halt so ein bisschen Feuer und Cyber Support halt für andere Decks eher Thema gewesen, aber hey, schauen wir mal. Unter anderem sind halt die Karten dabei, Nummer 90 hat sowieso, da warten schon Leute sehr lange drauf, dass wir es bekommen und Chaos Emperor Dragon ist halt immer eine Karte, die immer wieder auftaucht in den ein oder anderen Chaos-Varianten. Und dann hat Konami eine neue V-Jump-Promo angekündigt, die Moon of the Closed Sky. Die ist cool, das ist so eine Art, ja, als ob Underworld Goddess und andere Link 5er ihre eigene Art Mascarena bekommen, also in Anführungszeichen, beziehungsweise eher könnte man vergleichen mit einem Anguish of the Unchained, wenn man das eher 1:1 nehmen möchte, mit der man halt noch ein weiteres Monster quasi vom Gegner als Material verwenden kann, aber halt nur in der eigenen Mainphase, deswegen funktioniert sie halt nicht wie eine Mascarena, sondern eher wie so ein Anguish. Ist aber halt ein sehr guter Link 2er, vor allem für Going Second, um Felder zu brechen, um Monster umzuwandeln und vor allem auch zusammen mit halt dem namensgebenden Boss Link 5er kann man halt viel einfacher, viel mehr dann verwenden, weil dann muss man selbst ja, glaube ich, nur noch 2 Monster zur Verfügung stellen, ne? Ja, einmal das Link-Monster, dann einen weiteren Link und dann kann man 2 vom Gegner einfach weglinken für Link 5. Was ziemlich nice ist, weil die Labor 4 Effektmonster müssen. Aber das ist nicht die einzige Manga-Promo, die angekündigt worden ist, V-Jump. Und dann gibt es halt noch 4 andere Mangas, gibt es entsprechende Promos. Und da haben wir Fire King Consort Ulcanix. Wir wissen ja, dass meistens so einhergehend mit den Structure-Decks gerne mal hier und da auch eine neue Support-Karte nochmal mit angekündigt wird oder mit hinzugeführt wird. Und ja, die Karte klingt ja sehr gut. Cycelt halt durch Karten, searched, triggert Destruction-Effekte und ist halt allgemein extrem nice. Und man muss gucken, so, ob sich Konami da nicht vielleicht ein bisschen zu übermotiviert an Fire Kings gebracht hat, weil das Deck ist an sich jetzt schon nicht schlecht und ziemlich nice to play und auch in unterschiedlichsten Varianten. Und jetzt kriegen sie halt nochmal on top nochmal was Geiles mit oben drauf. Also muss man sich überlegen, so, ob man sich da nicht dran die Finger verbrennt, ob das jetzt nicht vielleicht ein bisschen doch zu viel Support war, müssen wir mal nachher schauen. Gefällt mir, 2014 haben wir mit Fire Kings sehr viel gerissen. Vielleicht können wir ja dieses Jahr auch ein paar, den einen oder anderen Event mit Fire Kings was machen. Müssen wir mal schauen, ob wir entsprechend dafür Events hier in der Umgebung haben. Wir haben sonst eine deutsche Meisterschaft. Müssen wir mal schauen, was da alles spielbar sein wird. Momentan kann man ja so gut wie alles spielen, weil einfach so viele Meta-Decks rumlaufen, so viele unterschiedliche Decks gespielt werden können. Deswegen ist es halt auch extrem schwierig, es immer zu gucken, gegen was man alles so antritt. Was ich aber so ein bisschen weird finde an der Karte ist halt, ich finde es halt super traurig, dass halt der Original-Garunix in dem Deck jetzt, also der Original-Hochavatar-Garunix, den großen, den wir ja damals auch noch gespielt hatten, als meistens eine Two-Off, also gutes Boss-Monster, jetzt quasi zu so einer Art Vanilla digitiert, so wie zum Beispiel Dunkler Magier oder Blauäugige in seinem eigenen Deck, wo sie halt quasi so als Monster mit hinzu rausgespuckt werden und als extra Material für Xyz quasi oder Synchros herhalten. Hier in dem Fall ist es halt quasi als weiterer Achter, damit man halt First Turn mehr in Achter gehen kann und ihn gar nicht mehr spielt für den Effekt halt, dass man ihn aus dem Deck einfach specialen konnte mit der Ansturm und dann hat er zerstört das gesamte Feld und den ganzen Kram. Das fällt jetzt so ein bisschen flach. Finde ich weird, dass man ihn jetzt so mitschleift, aber hey,
wenn man die Karte spielt, kann man den halt mit dazu nehmen, um halt weiteres Xyz Material spielen zu können. Das ist ein Brick mehr, den man spielt. Muss man nachher schauen, ob man das nachher machen möchte, weil eigentlich ihre. Ja, eigentlich ist es auch so schon gut genug. Man braucht es nicht, aber man kann es halt noch nice to have on top haben. Dann haben wir Speed Duel Tournament Pack 7, was angekündigt worden ist. Da gibt es Ultra Rare Foolish Burial und 1000-äugiges Opfer und ein paar coole Super Rares, wie zum Beispiel United We Stand oder Command Knight. Oder auch coole Commons, die dort reprintet werden, wie zum Beispiel Lava Golem, der jetzt aber auch schon eigentlich. Er hat genug Prints gehabt, aber natürlich, ich weiß gar nicht. War das schon in Speed Duel legal? Ich glaube, der war in einem der Speed Duels als Ultra Rare Promo, glaube ich, irgendwo mit dabei. Wenn ich mich recht entsinne. Auf jeden Fall, der hat jetzt genug Reprints mit Rarity Collection gehabt. Aber Santa Claus ist zum Beispiel mit dabei. Nochmal Cosmic Cyclone, was halt sehr nice ist. Und soweit ich das verstehe, kommt dieses Set Anfang April raus, weil bei denen stand, glaube ich, 4.3. Bei denen kommt ja normalerweise der Monat vorher und deswegen müsste dann der 3.4. für uns sein. Ich hoffe, das ist richtig. Und dann kommen wir zu einer Menge Karten, die in Japan angekündigt worden sind für Premium Pack 24, womit wir, glaube ich, schon letzte Woche eingestiegen haben mit den allerersten Karten. Haben wir heute noch zu unterschiedlichsten Decks von unterschiedlichsten Anime-Charakteren, wo wir mal so ein bisschen drüber schauen können und dann kann man sich mal überlegen, okay, macht die eine Karte hier da Sinn oder dort nicht und da gibt es halt eine Menge zur Auswahl und ich spreche einfach nur noch ein bisschen länger, weil ich warte, dass endlich mal die ganzen Links hier durch sind, das sind sie jetzt können wir weitermachen. Dann haben wir noch Oil, das ist eine Art Hard Once Per Turn Version von Reparieren für Feuerdecks, funktioniert auf Stufen statt auf Attack-Base, aber okay. Sure, Feuer wird jetzt momentan sowieso viel supported, aber so diese Recovery-Karten auch nicht nur reparieren, halt die macht zwar schon Plus und die Karte halt auch, aber zum Beispiel auch sowas wie Warrior Returning Alive sind so Karten heutzutage, braucht man einfach zu viel Setup und die Dinger sind halt eher Bricks, als dass man sie spielt, aber hey, die ist dann halt da, falls man vielleicht doch irgendwann mal in Zukunft eine krasse Strategie damit hat. Dann haben wir Earthbound Resonance, das ist eine so Fallenkarte, die burnen kann mit dem ersten Effekt und der zweite kann sie halt unter anderem dafür triggern, wenn man möchte. An sich ist die Karte aber halt super langsam, also. Dann haben wir noch Sacrifice Level Up, die cheatet halt Xyz Monster für zwei Materials aus dem Extra Deck mit einem Rang höher als das Monster, von dem man halt diese Materials detached. Und es kann dann halt nicht angreifen, weil kann halt seine Effekte benutzen. Eigentlich nur sinnvoll für Xyz-Monster, die halt gute Non-Detach-Effekte haben hier. Das wäre halt so interessant, mal so ein paar gute Tagessachen rauszusuchen. Oder dass man halt mit den beiden halt in irgendeinen der F-Zeros dann geht. Ist halt natürlich auch möglich. Ob das jetzt die Choice ist, das darüber die Plays zu machen oder direkt einfach nur mit Xyz-Monster, die auf dem Feld hat, gleich mal dahingestellt. Das kann jetzt jeder machen, wie er will, aber ja, ansonsten ist die Karte halt sehr gimmicky. Genauso auch die nächste, das ist Synchro Panic. Theoretisch eine interessante Anti-Synchro-Karte, aber dafür muss man halt, oder muss man auch, dass der Gegner halt erstmal eines der Synchros entsorgt, von denen, die man kontrolliert, über Targeting Destruction oder über Kampf, was kann passieren, muss aber nicht. Und ansonsten halt so, ja, meh ist, man kann halt theoretisch halt komplett aus Synchros auslocken, aber halt, wie gesagt, die Aktivierungsbedingungen erstmal hinzukriegen, I don't think so. Dann haben wir noch zwei Stufe 2 Donnermonster, die sehr spicy klingen und mal gucken, wie nachher sich der Support da noch in die Richtung entfaltet und ob man sie eventuell irgendwie mit Sprite abusen kann. Da haben wir nämlich Electrode Beast Cathion, die Kathode, und dann haben wir Anion, die Anode. Die funktionieren halt mit dem Spirit Converter, das war so eine Secret Rare aus Return of the Duelist. Die hier, glaube ich, sogar. Ich weiß gar nicht, ob wir die damals hier rausgezogen haben. Ich habe einen auf jeden Fall oben, wo das S irgendwie so ganz weird rausgeschnitten ist. Auf jeden Fall funktioniert halt das gesamte Thema quasi. Zum Glück halt extra deck technisch halt nicht mit dem Sprite-Deck, wenn man halt deren Effekte benutzen möchte, weil die wollen halt Licht-Extra-Deck-Monster. Sprite hat keine Licht-Extra-Deck-Monster. Aber mit den Main-Deck-Monstern wäre halt immer noch einiges möglich. Da kann man ja Negates hinlegen, OTKs, Advantage. Das machen die ja so oder so. Das ist egal, was nachher im Extra-Deck ist. Und das ist halt immer noch möglich. Ansonsten die Cathion, die edit halt Anion oder die Kathode edit die Anode und kann dann, dann kann man halt einen Stufe 4er oder niedriger Donner von der Hand normal, das kann halt der, den man gesucht hat, oder ein Sprite sein, was überhaupt gar keinen Sinn macht, kann man sich halt halt hinterher normal und dann kann er halt die Stufe eines anderen Donnermonsters halt kopieren, das man kontrolliert, damit man halt auch in Rank 4 gehen kann, was halt da eigentlich das Thema ist, aber die können halt auch Rank 2 theoretisch machen. Anion oder Anion kann auf Beschwörung den Spirit Converter der Hand hinzufügen und seine Stufe auf 4 umändern auf die Normal Summon. Also ob man den Spirit Converter jetzt wirklich irgendwo spielen will, I don't know. Und er kann sich selbst in eine andere Karte, die man kontrolliert, auf den Grave senden, um halt eine Karte zu ziehen, was halt wieder rum nice klingt. Das heißt, man kann damit halt so ein paar Draws kriegen.
jeweils der zweite Effekt ist halt immer unberührt davon, dass man halt in Xyz-Monster geht. Nur deren Normal-Summon-Effekt ist der halt die halt darauf lockt, mehr oder weniger. Also rein theoretisch klingt das geil, auch für Sprite, da man halt die entweder erst über Gigantic später aus dem Deck holen kann, so wenn man sagt, man hat schon alles beschworen, dann macht man mit Gigantic halt damit noch Plays. Oder man verzichtet halt auf die Normal-Summon-Effekte, oder man benutzt die halt vorher, aber dafür braucht man halt auf jeden Fall einen besseren Licht-Xyz-Rank-2-Pool, damit das halt wirklich mit Sprite abusbar ist. Momentan müssen wir mal schauen, ich bin mal gespannt, was da noch kommt, weil normalerweise, also wenn das alles ist, ist das schon ein bisschen weniger Supports, aber vielleicht sind das auch alles die Anime-Karten gewesen und mehr gibt es davon nicht. Aus. Bevor wir hier weitermachen, nicht vergessen, bei meinem Sponsor CustomPlaymat.shop ist noch bis zum 15.12. der Vorweihnachts-Sale und dort könnt ihr bis zu 50% auf deren Produkte sparen. Das heißt, falls ihr irgendwie noch ein richtig cooles Last-Minute-Weihnachtsgeschenk braucht und eine Custom-Spielmatte vielleicht an jemanden verschenken möchtet oder einfach Mattenzubehör oder vielleicht sogar auch einfach nur ein Mauspad, habt ihr dort die Möglichkeit, bis zu 50% bis zum 15. noch zu sparen. Das heißt, eine Woche noch Zeit. Nicht vergessen, falls ihr dann einkauft, könnt ihr auch noch meinen Code RANDOMBRAIN-15 dazu verwenden und nochmal on top dazu 15% sparen. Also, Video zu Ende gucken und das nicht vergessen, denn ihr habt nur noch eine Woche Zeit. Und nun zurück zum Video. Dann haben wir noch Synchro Creed, eine nice going second Card gegen zum Beispiel Red Dragon Archfiend oder sowas. Einfach mal plus machen, einfach Draws, weil da ganz viele Synchros rumliegen, why not? Und Gathering Light ist theoretisch okay, Removal und Boost Card für Synchro-Decks inklusive Schutzeffekt, aber ja... Yeah. Theoretisch. Praktisch eher so. Nee. Dann haben wir noch den Electro-Gunner. Das ist ein netter Extender, Schrägstrich Setup-Miller mit coolem Effekt dafür und hat noch einen weirden Boost-Effekt für ATK auf Zauberkartenaktivierungen. Aber halt dieser Extender-Effekt plus das Millen kann halt interessant sein. Ich glaube, man kann es zum Beispiel, glaube ich, vielleicht in Volcanics benutzen. Da kann man halt die Achter in den Grave checken, was gar nicht mal so schlecht sein kann. Dann haben wir noch Division. Der generiert doppelt so viele Token, wie man Divisions als Tribut anbietet. Und wenn die Karte verbannt wird, kann man seine eigenen Token zerstören. Okay, soll das irgendwie mit Tokens von Inojamas oder so funktionieren, sodass man die Gegner dann burnen kann? Okay. Aber hey, man kriegt gerade Spielmarken für irgendwelche Plays. Und wenn man Multiplayer von irgendwie aufs Feld kriegt, kriegt man eine Menge Spielmarken für irgendwelche Plays. Muss man mal gucken, ob das nachher so sinnvoll ist. Ja, das war's dann hier von mir heute mit diesen News. Und ich hoffe, wir sehen uns dann nächste Woche bei den nächsten wieder. Bis dahin und tschüssi.